Also die Norweger haben was gut zu machen, Erik. Das ist eine Wunde, die sitzt. Wir haben alle Staffeln gewonnen in den letzten 2 Jahren, aber bei der WM dann eben nicht. Ich würde sonst sagen, es ist zu verschmerzen, aber gerade bei der WM sich eine Schwäche zu erlauben, tut sicherlich weh. Mich wundert es heute, dass Endre Strömsheim die 1 gesetzt haben und nicht Stola Legreit. Das ist ja sonst immer der Startläufer, und Strömsheim, so wie er sich gestern in der letzten Runde präsentiert hat, war schon extrem stark. Nicht, dass man, also ich hätte das eher andersrum gemacht, dass man auch die läuferische Stärke von Strömsheim irgendwo in der Mitte einsetzt. Ja, Strömsheim war in Hochfilzen, in Östersund war es auch schon Startläufer, da ist aber Stöhler nicht gelaufen. Fettle Christiansen fehlt ja, ist gar nicht dabei, der etatmäßige Schlussläufer der Norweger, der muss zu Hause zuschauen. Norwegisches Team einfach zu stark besetzt und wird aber in Ruppolding dann wieder am Start sein, auch in der Staffel vermutlich. Und ja, Johannes Dorle, der nicht läuft, der ist damit gar nicht glücklich gewesen. Habe ich gestern nach der Pressekonferenz kurz gesprochen. Und sagte er, das finde er schon blöd von den Trainern. Die haben das nach dem Sprint bereits entschieden. Haben gesagt, mit diesem Quartett laufen wir. Aber klar, Strömsheim hier überragend. Die Bühe-Brüder im Prinzip gesetzt wie auch Stølaholm-Lagreid. Das sind Luxusprobleme, die die Norweger haben. Gibt es in keiner anderen Nation. Jetzt sind sie am Rückstieg das erste Mal. Das sieht ja sehr gemütlich aus, was Fabian Kloth und Endre Strömsheim anbieten. Da hat keiner Schwierigkeiten mitzukommen. Rückstieg heute gut besucht. War vorhin gute Stimmung, als ich Probe gelaufen bin. Sieht sie auch ganz gut. Ja, es ist eine unfassbare Atmosphäre. Erik, ausverkauftes Haus. Gestern 20.500, heute auch. Wir sehen nicht so viel. Du hast es nicht mitbekommen, als du hochgekommen bist, habe ich das schon erschildert. Wir haben diesen kleinen Heizlüfter, fass mal gegen die Scheibe, da passiert nicht viel. Ach, guck mal, jetzt ist er auch ausgegangen. Ist nix. Ja, da passiert nichts. Aber was wir jetzt hier sehen, Tempoverschärfung Endre Strömsheim über die Kuppe, weil natürlich hier die Abfahrt, naja, mit Neuschnee 60 km/h. Hier kurz anfahren, von außen nach innen. Roman macht es ein bisschen anders, weil die Kurve auch breit ist. Schön umdrehen hat es gestern Vanessa Vogt auf die Nase gelegt, aber hier kommt bis jetzt alle gut rum. Jetzt sieht sich das natürlich, ne? Weil Strömsheim vorne angezogen hat, bis sich das nach hinten weitergibt, verschlafen einige. Aber schon spektakulär, die Bilder, wie sie dort in der Gruppe runterfahren. Und Roman Rees mittendrin in der Führungsgruppe. Aber man sieht hinten auch, ne? Die letzten 2, 3 Staffeln haben sogar schon ein bisschen den Anschluss verloren, müssen da wieder ranlaufen. Jetzt schiebt sich wieder ein bisschen zusammen am Anstieg. Weil natürlich auch die letzten Tage war es nur alter Schnee, jetzt kommt Neuschnee mit dazu. Das heißt für die Techniker ein Riesenaufwand. Wir haben gestern ganz oft diese bunten Belege unterm Ski gesehen. Beim Liegenschießen transparente Belege, die wären heute bestimmt nicht gelaufen. Aus meiner Erfahrung, sobald ein Krümel Neuschnee war, ist der transparente Belag nicht mehr zu benutzen. Und da kann es schon sein, dass einige Nationen heute vielleicht nicht das Material haben, um hier in der Abfahrt mitzukommen. Sag kleiner Strauchler vom Letten, ne? Ja. Ja. Ja, es kann einigen Nationen zugutekommen. Gestern waren mehrere Nationen nicht so zufrieden mit den Skiern. Da sehen wir Sebastian Stalder zum Beispiel. Die Schweizer hatten gestern Materialprobleme. Ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber waren einfach nicht zufrieden mit den Skiern. Aber heute ist alles nochmal neu und das ist, glaube ich, für einige eine Chance. Und ich glaube auch, wenn es kalt ist, so wie heute, dann wird sich das nicht ganz so auseinanderspreizen, die Qualität des Materials. Wie wenn es ein bisschen wärmer ist, höhere Schneefeuchte ist, mehr Dreck auf der Strecke war wie gestern. Roman positioniert sich hier gut auf der 2. Gestern im Verfolger von 19 auf 14 vorgelaufen. Fabian Kloth dahinter von 28, davor von 28 auf 6. Das war der beste Mann gestern in der isolierten Verfolgungszeit. Der Italiener ganz hinten mit der 4, den hat es ganz schön nach hinten gespült. Er ist ja der zweiten Reihe gestartet und ist jetzt ja fast in der letzten angekommen. Ja, ist ein junger Mann, 22 Jahre alt, Elia Zeni. Hat sich in dieser Saison zwar stabilisiert, aber läuft halt immer gerade so in die Punkte. Und läuferisch ist er einer der Schwächeren hier im Feld insgesamt.
Interessant wird sein, was den Schweden gelingt. Jesper Nelin ist gut in Form auf der 2, dann Ponzilo Oma und Samuelsson ohnehin stark. Und da vorne geht schon ein kleines Loch auf. Hier ist Richtung Liegenschießen, könnte sich da schon mal ein Loch aufmachen zwischen mit Norwegen, Frankreich, Deutschland. Dahinter die Ukraine, Artem Prümer, der hatte Probleme. Es sind jetzt vielleicht nur 4-5 Meter, aber das sind 5 Meter. Das sind 1-2 Sekunden, die du gleich wieder Druckzeitprobleme hast. Und dahinter, hinter Artem Prümer auf der 5. Position, Alexander Mukin, der 16. wurde im Sprint. Der Kasache. Der Kasache. Ja. Da ist er mit der 14 heute. Läuft 31. Da vorne ran. Im Gesamtweltcup. Der ist immer Startläufer. Genau, ist immer bei der kasachischen Mannschaft Startläufer. Erste Runde immer richtig gut. Kennst du, warst jahrelang der Startläufer der Deutschen. So, Windfahne weht, es ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt zeigt die Fahne zwar von links nach rechts an. Wir können es leider jetzt aus dem Fenster tatsächlich nicht sehen. Ist ein bisschen ärgerlich. Eigentlich hat der Wind gedreht, kam jetzt mehr von rechts nach links. Nebel ist kein Thema mehr. Alle Belege sind schwarz. Ja. Unter den Skiern. Vorne Strömsheim, der Linkspitze, beginnt mit einem Fehler. 3 Nachlader hat er. Finnland ist fertig. Roman Rees auch ohne Nachlader, wie Fabien Claude. Strömsheim muss noch mal nachladen. Verliert ein Nachlader? Ja. Nykis ist durch, der Schwede. Fabien Claude raus, 2 Sekunden Vorsprung vor Ranta, dann 4 Sekunden dahinter Roman Rees, dann der Slowene Dovžan. Nykis 11 Sekunden zurück. Und jetzt kommt dort hinten Endre Strömsheim um die Ecke. 18 Sekunden der Rückstand nach den beiden Nachladern. Komatz mit Problemen für Österreich. Kann die Strafrunde mit dem letzten Nachlader vermeiden. Dauert natürlich dann trotzdem lange seine Schießzeit. 1:03 zum Vergleich. Roman Rees hat 30 Sekunden gebraucht. Das ist auch jetzt keine wahnsinnig schnelle Serie, aber eben ohne Nachlader mit einer ruhigen Serie dann 33 Sekunden schneller als Komatz. Strömsheims Schießzeit 45 Sekunden durch die 2 Nachlader. Fabien Claude mit dem Selbstbewusstsein des starken gestrigen Verfolgungsrennens. Erik, wir sehen die Windfahnen baumeln da jetzt ein bisschen von links nach rechts an der Stelle. Es gibt dann auch so diesen Wall, der das schützt, dann kommst du wieder zurück. Aber wie schätzt du die Bedingungen ein? Schwierig, extrem schwierig. Roman ist hier gleich mal mit einer 10, mit einer guten 9 gestartet. Rechts tief, tiefer Treffer. Oh, Randtreffer. Randtreffer, ja. Also ein großes Bild. Großes Bild. Wir werden auch keine kompakten Bilder heute sehen können, weil der Wind wirklich schwierig ist. Wechselhaft von richtig böig zu ein bisschen abnehmend. Grundsätzlich treibt es die Wolken von rechts nach links. Aber wie wir es gerade gesehen haben, die Windfahnen auf Stand 1 und 2 hängen nach rechts. Und jetzt, das ist die. Darauf habe ich gewartet, was machen die vorne, weil Strömsheim war weg. Strömsheim war nicht in der Gruppe dabei. Und wenn Claude und Rees sich da einig sind, in der zweiten Runde ein bisschen Druck machen, dann ist Strömsheim nicht in der Lage, hier am Bürgstieg dran zu kommen. Jetzt sind die Norweger haben wieder bei Null, sind bei Null. Strömsheim hat die 2 Nachlader geschenkt bekommen. Das ist ein bisschen schade, dass man das nicht taktisch ausgenutzt hat. Oder na, gut, dann haben wir jetzt. Claude hat es, ne? Claude hat es, ja. Und Roman war nicht in der Lage zu folgen. Claude hatte eben die kleine Lücke von 3 Sekunden auf den Finnen und auf Roman Rees und hat sich abgesetzt. Dann nehme ich meine 3 Sätze vorher einfach weg, genau. Die können wir löschen. 14 Sekunden hat Strömsheim auf Roman Rees aufgeholt. Jetzt in der Abfahrt zu 4 nebeneinander. Dass er dann jetzt hier von hinten überholt, das ist nicht so untypisch. Florian Claude zeigt sich stark hier, der Belgier mit der Nummer 20. Muss sich an Michael Rösch denken, der hier vor ein paar Jahren mal als Startläufer die belgische Staffel an 1 übergeben hat. Legendär. Nykis 15 Sekunden dahinter. Die Schweden ja immer mit Strafrunden in den letzten Staffeln. 2 Strafrunden in jeder Staffel in dieser Saison. Aber wenn die heute, wenn Emil Nykis heute gut durchkommt, dann
habe ich das Gefühl, die Schweden können da heute auch reinlaufen. Sebastian Samuelsson extrem gut drauf, Jesper Nelin auch. Klar, bei Martin Ponsiluoma ist es am Schießstand immer so ein bisschen unberechenbar, was passiert. Das ist die typische schwedische Aufstellung. Vorne die Schwächeren, hinten die Starken. Ich erinnere an Zeiten 2010 bis 2014, 12 mit Björn Ferry hinten drauf. Der hat Gefühl von der 20 ist er noch vor aufs Podium gelaufen. Aber hier Fabian Claude, der nutzt seine Chance, seinen Vorsprung, um den Druck aufrechtzuerhalten auf die norwegische Mannschaft. Brodelt aber auch so ein bisschen bei den Franzosen insgesamt. Es gab eine Auseinandersetzung zwischen Amat und Emilien Jacquelin, den wir auf der 3 sehen. Ja, die Ergebnisse passen nicht und dann wollte Amat Jacquelin so ein bisschen was erzählen danach im Aufwärmbereich und der winkt aber nur ab und ich würde nicht sagen, sie haben sich angeschrien, aber es war schon ein bisschen lauter und Jacquelin ist im Tunnel verschwunden. Also da ist nicht alles so ganz in Butter. Ich glaube, das ist eine persönliche Geschichte. Also Jacquelin selber mit sich selbst extrem unzufrieden. Läuferisch, er möchte immer gerne, die erste Runde kommt gut, aber dann zerbröselt ihm entweder am Schießstand oder heftig in den Runden danach. Das läuft nicht so richtig, dass er unzufrieden ist. Aber hier sehen wir das Bild. Jetzt Claude haben wir zwei Brüder vorne. Ne? Zwei Brüder, Claude vor Claude. Und also der eine Claude ist ganz vorne und der andere Claude jetzt überholt worden, gerade in dem Moment von Strömsheim. Strömsheim ist erstmal rangelaufen, hat dann aber auch ein bisschen gesagt, komm, ich laufe jetzt ein bisschen mit der Gruppe mit. Aber jetzt zieht er wieder an. Also das Benny Doll schaut sich an, was passiert. Florent Claude und sein Bruder Fabien waren ja gemeinsam auf Schalke und sind dann nur 29. schon hierher gekommen nach Oberhof. Trainieren ja schon seitdem. Allerdings erst seit 3 Tagen hier draußen auf der Strecke. Die war vorher gesperrt. Da waren sie hier in der benachbarten Skihalle. Mukin verkauft sich weiterhin gut, war nach dem Schießen. Ich bleib mal kurz bei dem Kollegen, war 13. Ist jetzt hier 6. oder 7. Ist da gut hochgewurzelt, die Henkelschleife. Schauen, ob er ohne Nachlader durchkommt, stehend. Die Weltmeister ganz vorn. Fabien Claude. Im Februar gewann sie hier mit Antonin Gigonard als Startläufer. Da war Claude auf der 2, hinten raus liefen sie gleich und Eric Perrault ist jetzt hier eben reingekommen sozusagen für Antonin Gigonard, der außer Form ist. So, Handkreisen, auch das immer ein Indiz dafür, dass es kalt ist, dass ein bisschen Blut in den Abzugsfinger kommt. Im Stehenschießen, da hat er seine Probleme gehabt auf Schalke, da hat er kein Mal ein fehlerloses Schießen hinbekommen. Jetzt geht es um mehr. Er schießt den letzten daneben. Hat er beim 4. auch schon Glück gehabt. Strömsheim muss auch nachladen. Jetzt dreht's. Claude ist weg. Nachlader Rees. Roman sieht mir jetzt den Wind anliegen. Der zweite Claude ist weg. Strömsheim ist weg. Zwei Nachlader für Roman Rees. Schießt noch einmal daneben. Er hat noch 2 Patronen für 2 Scheiben. Sieht sehr zittrig aus, Roman. Ja, er wirkte schon beim ersten Nachlader unruhig. Man sieht auch, der ganze Körper bebt. Nikis ist durch mit einem Nachlader. Ist vielleicht die Nähmaschine drin, aber er kommt schadlos durch. 1:04 hat das jetzt gedauert insgesamt. So ähnlich wie bei Komatz beim ersten Schießen mit den 3 Nachladern. Aber Sie sehen es auch, es gibt die ersten Strafrunden. Der Finne Jaakko Ranta musste abbiegen, hat es also nicht geschafft. Und da die roten ausgefüllten Punkte, das sind Strafrunden. Also den Letten droht hier Ungemach. 3 Strafrunden sind es schon, vielleicht kommt sogar noch eine 4. dazu. Zeni mit 3 Nachladern durchkommen. Ja, 4 Strafrunden für Lettland. Auch Zeni brauchte alle Nachlader. Kummerts wieder mit 2 Nachladern diesmal, also 5 insgesamt. Verlieren die Österreicher schon ganz schön Luft. Die waren ja auch schon einmal 4. in dieser Saison. Das ist die Wiederholung des Schießens von Fabian Claude. 4. hat er Glück links oben. Da geht er
jetzt knapp vorbei. Man konnte es auch ganz gut sehen. Es wirkte beim Nachladen konzentrierter, ruhiger als bei Roman, der schon so ein bisschen Bewegung auch im Oberkörper hatte, in der Schulter wackelte, ein bisschen hektischer wirkte. Strömsheim. Und hier ist natürlich die Geschwindigkeit von Strömsheim natürlich der Matchwinner auch gegenüber, vor allem auch gegenüber Roman Rees. Strömsheim war mit allen 5 Schuss fertig, als Roman gerade den 2. Schuss abgesetzt hat. Das kriegt man mit, das hört man und das setzt einen natürlich tierisch unter Druck, wenn du weißt, okay, der eine hat jetzt maximal einen Nachlader und ich habe hier noch 3 Dinger zu bewältigen. Rees jetzt mit Nikist und Prima in einer Gruppe. Da haben wir den Renndirektor Borut Nuna, der einen Stock gibt an Fabian Claude. Am Ende des Schießstands, nach dem Schießstand. Ist schon mal gut. Aber da sieht es schon so aus, als ob sie da 2 gleiche sind. Vielleicht war es sogar der richtige, keine Ahnung. Man kriegt dann zumindest erstmal irgendwo einen Stock, auch mal von einer anderen Nation. Ja, Claude läuft mit so einer Klickschlaufe, da ist es egal, ob rechts oder links. Das kann er einfach in den Griff einklicken. Da gibt es keine Schlaufe. Und Rees läuft in einer Gruppe mit Nikist Prima. So 40 Sekunden hinter der Spitze sind die 3 ungefähr. Vorne Fabien Claude, dann Florent Claude und Strömsheim waren zusammen. Da sind sie es auch immer noch. Die hatten so einen Rückstand von 11, 12 Sekunden nach dem Schießen. Und schau an, Florent Claude kann Endre Strömsheim in die Schranken weisen, hier an dem Anstieg. Und die verlieren, die Kollegen, verlieren deutlich. 8 Sekunden, also vorne bei Fabien Claude geht absolut der Beat ab. Und Strömsheim hat aus der 2. Runde, wo er viel Druck machen musste, hat nicht mehr ganz die Körner. Das wundert mich ein bisschen gegenüber Florent Claude. So, und Rees konnte sich ein bisschen lösen. Das ist wichtig, dass du dann eben, wenn du schneller laufen kannst als die beiden anderen, nicht in der Gruppe hängst, denn auch da, du verlierst ja Zeit. 42 nach vorne, komm! Und alles! Also, Rees hat nach vorne gewonnen auf für Claude. Ist schneller unterwegs als Florent Claude und Strömsheim. Rees hat gewonnen auf Fabien Claude. Die beiden anderen, Prümer und Nikist, hat er abgeschüttelt. Die verlieren. Hier sieht man unterschiedliche Stockgriffe. Emilia Claude, der linke ist da gebrochen. Unterschiedliche Längen vielleicht auch. Und hier jetzt Strömsheim seiner Position von gestern. Ja, war gestern ein bisschen umstritten, wurde ein bisschen diskutiert. Interessanterweise von Petter Northug. Er hat ja Stöhlholm Lagreit auf der Schlussrunde erstmal ranlaufen lassen. Hat ihn dann ja in einer Szene auch so ein bisschen fast ausgelacht. Und weil er wusste, wie er danach gesagt hat, ich bin stärker als Stürler. Ich kenne den als Kind und deswegen kann ich es mir erlauben. Und dann ist er abgedampft. Und es fand interessanterweise Petter Northug nicht gut. Sagt, das ist ein bisschen arrogant. Der war ja nun früher auch ein Kollege, der nicht unbedingt durch Sportlichkeit auffiel, sondern sich solche Dinge auch mal gegönnt hat. Ne? Also wirklich. In meiner Zeit, als ich die Woche mal beim Norwegern mittrainiert hatte, dann hat mir auch Sprinttraining gemacht. Von 7 Athleten waren immer Lagreit und Lesser die 2 letzten Sprinter. Und also Lagreit ist wirklich von 0 auf 100 nicht der Stärkste, nicht der Spritzigste. Das hat er ausgenutzt gestern, hat vielleicht auch ein bisschen verzögert die Geschwindigkeit, um nahezu von 0 raus zu katapultieren an dem Anstieg und gleich Lagreit den Zahn zu ziehen. Das hat er gestern taktisch schon richtig gut gemacht. Auf jeden Fall hat Florent Claude sich gut präsentiert, aber wir konnten es eben auch sehen. Am Ende hat Strömsheim dann doch Tschüss gewunken und sich abgesetzt. Und der Abstand ist nicht mehr groß. Und kommt er fast nach vorne ran an den Franzosen. Fabien Claude mit einer starken ersten Hälfte, aber auf der 2. Hälfte der Runde konnte der Norweger dann nochmal deutlich zulegen. Also jetzt ist unterwegs Erik Perrault für die Franzosen. Und Stöhlerholm Lagreit für Norwegen. Es sind weniger als 5 Sekunden. Und hier ganz stark der Dank ans Publikum. Denn das genießen sie. Ich war gestern Abend auch bei der Siegerehrung am Kurplatz. Auch da tausende Fans und die 3 Norweger dann mit dem Jubel. 22 Sekunden Rückstand, die Belgier. Für Belgien jetzt Thierry Langer. Und dann kommt als Vierter Roman Rees. Gute Schlussrunde von Roman. 43 Sekunden zurück. Benny Doll jetzt sozusagen auf der Verfolgung seines Trainingspartners. Thierry Langer trainiert ja auch am Notschrei.
in der Gruppe von Roman Böttcher, der auch hier ist, der den deutschen Trainerstab hier unterstützt. Niki ist 52 Sekunden zurück. Ja, und alle haben auf Claude dann auf dem letzten Teilstück den Abstand wieder ein bisschen verkürzt. Also Claude sehr schnell rausgegangen auf der Schlussrunde. Aber hinten raus hat er dann wieder ein bisschen verloren. Vor allen Dingen auf Strömsheim, aber auch vier andere. Da links stehen sie alle und warten. Italien auf der 10. 1,21. Jetzt mit Didi Biona. Roman Rees, Tagwerk vollbracht. Vierte Laufzeit. Schneller waren Strömsheim, Claude und Alexander Muchin. Dein Freund aus Kasachstan, Erik. Freund ist zu weit. Erik Perot, 22 Jahre alt, 17. im Gesamtweltcup, hat gestern im Verfolger liegend zwei Fehler geschossen, stehend keinen. Und hier geht Benny Doll raus, der gestern das Verfolgungsrennen beim ersten Schießen schon so ein bisschen weggeschmissen hat mit drei Fehlern. Dann zwei beim zweiten Schießen, hinten raus stehend, aber zweimal null. Und sie sind zusammen. Frankreich und Norwegen vorne. Benny Doll verfolgt jetzt von Jesper Nelin für die Schweden in einer sehr guten Woche. 12. und 10. in Sprint und Verfolgung. Wollen wir hoffen, dass Benny eine ähnlich gute erste Runde erwischt wie im Sprint, dass er die nicht verschläft, weil das ist natürlich auf 7,5 Kilometer einer kurzen Runde extrem wichtig, dass du in der ersten Runde hier gleich dabei bist, nicht sinnlos Zeit verlierst. So, jetzt laufen sie nebeneinander. Ja, keiner stellt um in die Bergtechnik. Beide laufen sie im 1-1 durch. Perot auch gerade eben schon im Bürgsteig, hat man kurz gesehen, immer noch im 1-1. Hat er nicht die Arme dazu. Dimitri Pridozhny gegen Jesper Nelin. Ja, die waren zeitgleich losgelaufen fast beim Wechsel. Und jetzt schauen wir mal auf die Zeit von Benny Doll. 43 Sekunden war der Rückstand. 45! 45! Du musst riskieren! Komm! Drauf! Ja, du musst riskieren, sagt er. Der Blick geht eben ganz klar nach vorn. Vorhin habe ich noch mit Uroš Velepec gesprochen, der auch sagte, hey, wir wollen hier nach vorne attackieren. Uns geht es nicht darum, einen dritten Platz zu erreichen oder einen zweiten. Wir wollen gewinnen. Das ist das Selbstbewusstsein, was sie haben. Natürlich sind die Norweger der haushohe Favorit. Gestern Fünffachsieg in der Verfolgung. Wahnsinn. Aber ich finde es gut, dass die Deutschen sich so aufstellen, dass sie sagen, hey, wir haben das Potenzial. Wenn alles klappt, können wir das Ding gewinnen. Und ein Podestplatz ist ein Erfolg, aber ein Sieg ist ein größerer Erfolg. Aber hier Richtung Frankreich blickend. Wir haben Rees, Weltcupsieger diese Saison, Navrat, Weltcupsieger, Doll, Weltcupsieger. Wir haben drei Weltcupsieger in dieser Saison in der Staffel. Und die Franzosen haben keinen Podestplatz. Keinen Podestplatz. Und Philipp Horn war Vierter. Schon im Sprint. Und das sollte also auf dem Papier möglich sein. Ich hoffe nur, dass Benny auf der Strecke riskiert, aber nicht am Schießstand. Thierry Langer 25 Sekunden zurück. Beim Wechsel waren es 22. Läuft ganz schön schnell für seine Verhältnisse. Völlig klar, die Belgier werden das nicht halten können da vorne drin. Die sind mannschaftlich eben nicht stark genug aufgestellt. Die haben ihre beiden Besten, ihren Besten nach ganz vorne, ihre Zweitbesten auf die Zwei gestellt. Das ist bei den kleinen Nationen üblich, dass man eben so lange wie es geht irgendwo ein bisschen mitmachen kann und vielleicht auch ein bisschen Fernsehzeit bekommt. Und die Radsporttaktik, immer vorne attackieren, damit du die Fernsehzeit hast. Da gibt es ja sogar dann noch eine Auszeichnung für den aktivsten Fahrer einer Etappe. Könnte man hier sich auch mal überlegen. Benny Doll. Zwei Weltcupsiege hat er in dieser Saison schon gefeiert. Sprintsieger in Lenzerheide im Dezember und vorgestern hier.
in Oberhof. Schwierigkeiten in der Abfahrt bei Benny. Also das mit dem Heizlüster funktioniert leider nicht. Ne? Es ist ja affenwarm drin inzwischen. Ich mach das jetzt mal aus, weil die Scheibe sieht noch genauso aus wie vorher. Das ist halt zweifach verglast, ne? Ja, ja, das haben wir uns auch vorhin schon gedacht. Das war einfach nur ein Versuch, das Unmögliche möglich zu machen. So, er kommt jetzt hier mal auf den Boden. Schau mal, diese unterschiedliche Vorbereitung, ne? Manche gehen ja runter schon auf die Matte, munitionieren dann auf, andere machen es in der Hocke. Schön, wenn das dann so parallel nebeneinander passiert, kann man das gut sehen, die Unterschiede. Fehler, Pero. Zwei Fehler schon, Pero. Und auch. Jetzt zieht's ordentlich rein. Bei Lagerheit gibt's Probleme. Ja, bei Pero tatsächlich der eine Fehler nicht angezeigt gewesen, hast du gut gesehen. Lob war das für dich? Ich habe gut gehört. Ja. Gut, hinten Benny kommt jetzt an. Ist gut für ihn, dass er sie noch liegen sieht. Fehler auch von Langer. Zwei. So, jetzt ist Pero fertig mit zwei Nachladern. Kann Lager dranbleiben? Ja. Und komm. Ein Nachlader braucht der Benny Doll. Belgien geht in die Strafrunde. Einen zweiten braucht er. Jetzt ist er fertig. Aber das hat natürlich wieder Zeit gekostet. 41 Sekunden wird hier angezeigt, das ist die Schießzeit von Benny Doll. Konnte nicht profitieren von den Fehlern der anderen. Ich glaube, es war fast ein bisschen länger, die beiden Nachlader. Wird ja manuell erfasst. So, auch Neli muss nachladen. Alle. Zwei Nachlader. Damit ist er weg. Jesper Nelin. Ein Nachlader weniger von Benny und hätte sie am Birkstieg sehen können. Hätte da so im Auge die Angel auswerfen können. Jetzt ist Nelin dicht hinter. Thierry Langer wird ihn vermutlich auf der Runde überholen. Dann sind die vier stärksten Nationen vorne. Frankreich, Norwegen, Deutschland und Schweden. Franzosen mit drei Nachladern insgesamt, die Norweger und die Deutschen mit fünf Nachladern und trotzdem die Norweger eben 29 Sekunden vor den Deutschen. Das sind dann eben die Sekunden, die auf der Strecke rausgelaufen wurden. Haben wir vorhin gesehen, am deutlichsten war es dann eben zu erkennen durch Strömsheim gegen Rees, als er sie 14 Sekunden in der einen Runde rausgelaufen hat. Aber das summiert sich dann eben auch über die Runden. Wenn du bei gleicher Nachladerzahl 29 Sekunden Vorsprung hast. Einen Hinweis habe ich für Sie. In unserem Wintersport-Podcast finden Sie eine aktuelle Folge mit Johannes Lochner. Da spricht der Bobfahrer über seinen starken Saisonstart, über den ewigen Rivalen Francesco Friedrich und über das Phänomen Adam Amur. Außerdem Thema natürlich auch die noch fehlende Bahn für die Olympischen Spiele 2026. Das finden Sie in der ARD Audiothek und auf sportschau.de. Und vorn Pero und Lagreit, 1,3 Sekunden. Fünf waren das beim Schießen, also die kommen natürlich gleich wieder zusammen. Zurück an den Schießstand. Interessant wird natürlich jetzt auch wieder sein, wie ist es für Benny Doll, der auch die zweite Runde alleine laufen muss. War sein Rückstand auf Eric Pero. Du machst gut! 33 nach vorne! Na, läuft in etwa das gleiche Tempo wie Pero.
man muss ja motivieren. Ne? Auf jeden Fall. Da habe ich schon viel, viel schlimmeres Schummeln gehört von den Trainern, wenn dann die Abweichung zwischen dem, was die Trainer sagen und das, was wir hier sehen, doch deutlich ist. Was denkt ihr eigentlich dann danach, wenn ihr das manchmal euch anschaut, dann sagt man, hat er mir aber 10 Sekunden reingesungen, die ich gar nicht hatte? Ja, so genau machen wir dann, glaube ich, nicht die Nachverfolgung des Rennens. Was da hat mir der Trainer gesagt, wie war das wirklich? Und ab und zu ist man, glaube ich, auch einfach nur dankbar für diese positiven Worte. Mhm. Lagert es dran, lässt den jungen Mann aus Frankreich aber erstmal weiter in die Führungsarbeit machen. Aus deutscher Sicht können wir hoffen, dass die sich vorne jetzt auf der Geraden mit dem Gegenwind heute nicht ganz so einig sind. Dass sie sich vielleicht mal anschauen und sich fragen, wer soll jetzt vorne weglaufen. Ja, und das sind Momente, die wirken nur kurz und trotzdem, da geht immer ein bisschen Geschwindigkeit verloren, geht immer ein Rhythmus verloren und dann hast du schon 4, 5, 6 Sekunden, die du gut machst, wenn du einfach dein Ding durchziehst. Genau. So, und da hinten, das müsste schon Nelin sein, jawohl. Und da hinten Thierry Langer, der Ostbelgier, der fließend Deutsch spricht, natürlich. Nelin macht ein paar Sekunden gut. Langer, dann Mikiska für Tschechien, Biona für Italien. Italien ja dann noch mit Lukas Hofer und dem starken Tommaso Giacomel hinten raus. Die Slowenen mit Jakob Fack. Und hier wird es wieder laut im Stadion. Philipp Navrat kann sich schon mal langsam vorbereiten. Das kennst du ja kaum, ne? Wenig jedenfalls, dass man bei einer Staffel diese Situation hat. Um einen rum ist schon Rennen und Hexengesang muss warten. Deswegen wollte ich mal Startläufer sein, damit ich mich hier nicht zu Fuß warm machen muss. Ja. Jetzt kurz mal Wärme in den Finger reinbekommen. Wie eben nebeneinander. Lagreit entschlossen. Perrault schaut noch mal am Diop da vorbei. Hat er reingepustet? Ja. Ah. 2 Fehler von Perrault. Und Lagreit zieht nach vorn. Norwegen übernimmt die Führung. Zur Hälfte des Rennens sind die Favoriten vorn und jetzt kommen Tarje Bø und Johannes Tinius Bø, die Nummer 1 und die Nummer 2 der Welt. Der Gedanke von Perrault war gut, Lagreit unter Druck zu setzen. Die Geschwindigkeit hat gepasst, aber er hat auch schlecht umgesetzt. Und er bezahlt es richtig teuer, geht in die Strafrunde und Benny Doll kann jetzt zum Verfolger der Norweger werden. Nein, er setzt den ersten daneben. Aber wenn er den hinkriegt, dann kann er zumindest... Nein. Zumindest gemeinsam mit Perrault gehen. Und das wäre jetzt natürlich gut, wenn er die Runde mit dem Franzosen gehen kann, wenn er es schon nicht schafft, vorbeizugehen. Jetzt versuche ich mal zu gucken. Ja, Perrault geht jetzt aus der Runde raus und Benny Doll kämpft gegen die Strafrunde. Perrault ist weg. Also der letzte Schuss, der war nochmal wichtig. Den hat er auch deutlich besser gemacht als den vorletzten. Aber jetzt hat er Jesper Nelin im Nacken, der Schwede. Langer mit der Gefahr einer weiteren Strafrunde. So, 54 Sekunden, dahinter Nelin. 4 Sekunden. Es sind 15 Sekunden auf Frankreich. Ja, Langer kommt mit den zwei Nachladern durch, an der Strafrunde vorbei. Fack schießt fehlerlos. Springen jetzt weit nach vorne die Slowenen. Jakob Fack, die Slowenen hatten ja in
Hochfilzen das Drama, als er im Liegendanschlag 8-mal daneben geschossen hat. Eine klare Verlagerung hatte, weil der Wind sich geändert hat und er hat es nicht gemerkt, weil er auf einer anderen Bahn war, wo der Wind auch ein bisschen anders war als beim Anschießen. Und jetzt hören wir mal Roman Rees bei Willi Haag unten. Ja, Roman ist da. Roman, erste Schießen, Ast rein. Zweite Schießen, sehr viel Wind. Schildern Sie mir, wie es aus Ihrer Sicht war. Was ist mein Urteil? Beim zweiten Schießen. Ja, eigentlich so ein bisschen, dass ich mir ein bisschen Zeit lassen wollte, weil es heute wirklich schwierig war. Ich hatte beim Anschießen schon das Gefühl, dass es nicht nur windig ist, sondern dass die Matten auch so leicht überfroren sind. Also, dass man, oder so habe ich mir gedacht, mir erstmal ein bisschen Zeit lasse, um einen sicheren Stand zu haben. Dann hatte ich gleich mal einen Fehler, ich glaube beim dritten Schuss, und dann kam der Wind so rein. Und dann wurde es wirklich, wirklich schwierig, weil dann war es immer so ein Mix aus, jetzt muss ich mich beeilen, dass ich nochmal eine Windlücke erwische und vielleicht ja, am Ende dann doch das Glück auf meiner Seite habe. Und dann hatte ich gleich nochmal einen Fehler, ich glaube der erste Nachlader, und dann wurde ich auch nervös, muss ich schon sagen. Aber ich versuchte Ruhe zu bewahren, habe dann vielleicht auch ein bisschen Zeit verloren, aber ja, besser dann irgendwie die Nachlader noch reinzittern und vielleicht nochmal kurz abwarten, wie am Ende mit einer Strafrunde wegzugehen. Stichwort schwierig, die Temperaturen seit gestern sind um 10 Grad gefallen. Wie war es auf der Strecke heute? Ja, auf der Strecke war es aus der Sicht ganz gut. Es war eisig, es war schnell. Hat aber auch heute ein bisschen wackelige Beine, weil die Abfahrt sehr schwierig zu fahren ist. Man hat nie so einen richtigen Stand, weil überall ja, rutscht man einfach auch mal wieder ein bisschen weg. Dann sind wieder Stellen, wo es den Schnee hingeweht hat, also wo es dann wieder ein bisschen weicher ist. Ist halt mal wieder richtiges Oberhofwetter, es ist schwer zu laufen. Es ist zwar schnell, aber wirklich auch technisch schwierig. Und zum Schießen, ja, ist wirklich auch ein bisschen eine Kunst heute. Vielen Dank, Roman. Ja, Erik, man hat in der ersten Antwort ja gehört, auch wie komplex das Thema ist dann beim Schießen. Ja, eisige Matte, warten, dann kommt Wind, dann kommen Nerven, Zuschauer. Es gibt einfach so viele Faktoren, die das beeinflussen, was von außen ja doch immer sehr, sehr leicht aussieht, ne? Ja, das sind auch Entscheidungen, die man treffen muss. Wie gehst du an das Stehenschießen ran? Was sind deine Empfindungen auf der Runde? Hast du viel Selbstvertrauen, wenig Selbstvertrauen? Wie sind die Schießen vorher, in den Tagen vorher gelaufen? Das sind ganz viele Kleinigkeiten, die dann am Ende das große Ganze ausmachen. Und Blick auf die Zeiten. Lagreit gegen Perot gewinnt er. Gegen Doll verliert er. Heißt auch, Doll kommt näher ran an Erik Perot. Läuft jetzt hier vielleicht auch ein bisschen gefrustet. Da kommt er, da hinten. Versucht da ranzukommen an Perot. Ist eine ganz gute Situation, dass er den jetzt eben vor sich sehen kann. Klar, und andersrum wäre es uns lieber gewesen. Hätte auf die drei Nachlader verzichtet. Aber zumindest sieht es so aus, als ob er zum Wechsel ranlaufen kann an den Franzosen. Dahinter Jasper Nelin, der dann gleich übergeben wird an Martin Ponziluoma. Und Philipp Navrat hat es dann zu tun mit Emilien Jacquelin. Ist machbar. Jetzt kommt Benny. Da, jetzt macht Benny die Meter, die ganz wichtigen Meter. Und für uns wäre nochmal wichtig, dass er nicht sich mit Perot auffällt, sondern gleich vorbeigeht. Tarje Bö. Denn noch ein paar Sekunden mehr zu den Norwegern. Da ist halt dazu. Also wir wollen ja nach vorne, ne? Wie du vorhin sagtest, Uroschwelle-Patch. Will nach vorne, will die Eins. Und da muss man auch sich hinziehen. Und natürlich wirkt das jetzt alles so, als ob die Norweger durch sind. Aber erinnere dich an den Verfolger gestern. Ja, als Strömsheim beim letzten Schießen mehrere Runden schießt, dann kommt Johannes Tinius Bö. Also Strömsheim macht die Tür sperrangelweit auf. Und dann schießt eben auch Bö mal zwei Runden. All und, das passiert. Und so, was ist jetzt? Tarje Bö ist nicht da. Das gibt's doch gar nicht. Tarje Bö ist nicht da. So schnell war Lagreit doch auch nicht. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Das habe ich schon mal ab und zu gesehen, aber noch nicht bei dem Führenden. Hinten passiert das immer mal in diesem ganzen Chaos. Aber das gibt's doch nicht. Zack. Das gibt's doch nicht. Ach, schön. Da guckt er. Wo ist er? Wo ist er? Bin ich falsch abgebogen? Ey. Ah. Hoffentlich hat Philipp Navrat alles unter Kontrolle, dass wir das jetzt ausnutzen können, den kleinen Fauxpas. Ich glaube, ist Tarje Bö nicht sonst mal auf der 2 gelaufen? Vielleicht hat er einfach die Uhr nicht richtig gestellt. Kann gut sein. Aber Philipp Navrat ist da, Jacquelin ist auch da. Das gibt es nicht. Ja, 42 Sekunden, 46 dahinter. Also Benny hat insgesamt ganz gut abgeknapst vom Schießen. Hat aus 54 Sekunden 46 gemacht. Gute Schlussrunde. Natürlich jetzt auch mit dem Fauxpas, aber die Zeit zählt ja.
1 Minute 5. Martin Ponzeloma. Also der hat so 20 Sekunden Rückstand auf das Pärchen Deutschland-Frankreich. Das ist übrigens genau die Reihenfolge aus seiner Kladde, ne? Wenn ich mal richtig aufgepasst habe. Du meinst aus der Pfeifferkladde? Pfeifferkladde. Schöne Grüße nach Holzkirchen. Zu Arne Pfeiffer. Der kommt dann nach Antholz, oder? Dann sehen wir wechseln uns wieder ab. So ist es. So, jetzt müssen Sie mal Erik Lesser sehen. Der steht hier an der Scheibe, am Rand, ist so ein ganz bisschen angetaut und versucht da durchzuschielen, um irgendwo was zu erkennen. Das ist wie morgens beim Auto, wenn man nur so Chipkartengröße sich frei macht, da kann man auch sicher auf der Autobahn. Ja, da kann man sehr sicher auf der Autobahn fahren, Erik. Erzähl das hier nicht zu laut. Die Polizei hört zu. Was versuchst du denn zu erkennen, Erik? Ich möchte jetzt gerne in den nächsten 2 Minuten mal den Wind beobachten. Wie der sich genau verhält, wie böig ist er, ob der auch mal wirklich rausgeht. So, jetzt ist der nächste, das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Vielleicht ist es zu neblig im Stadion, dass man die Großbildleinwand nicht sehen kann, wo die Athleten ja auch immer ein bisschen gucken, wann kommen meine Leute. Nee. Nein. Und Patrick Oberecker und Sigi Masé lachen sich kaputt über diesen Fehler. Also gut, sie können sich ein bisschen leisten natürlich, aber muss auch vorsichtig sein, ist ein schmaler Grat. Ich kann dir auch sagen, warum, weil du natürlich bei minus 6 Grad und bei diesem Wind, das fühlt sich an wie minus 10, willst du die Jacke so spät wie möglich ausziehen, kannst du deine Waffe nicht drauf haben. Also Waffe ab, Jacke ab, Waffe wieder drauf, Stöcke schnappen, Skier schnappen, hinlaufen. Und das ist einfach, das musste kurz auf knapp, dass du nicht beim Warten erfrierst. Erik, das ist ja eine wunderbare Erklärung, aber ich bitte nicht. Ja. Wir sind bei einem Weltcup-Staffelrennen und du kommst zu spät zum Wechsel. Hier auf jeden Fall Navrat und Jacqueline zusammen. Und Philipp Navrat saust vorbei. Ja, und Jacqueline, der hat schon wieder so eine komische Körpersprache, schüttelt da schon wieder in den Kopf. Hier hast du doch auch mal mit ihm schon einen Dialog gehabt im Wald, Alter. Das machen wir nicht auf, hier gab's... Hör mal erstmal zu. 10 Sekunden ausgeholt! Jawohl! Oh. So, bei Philipp Navrat haben wir natürlich auch immer ein bisschen die Sorge, wenn der zu viel aufholt, der kann das. Der hat tatsächlich 11 Sekunden aufgeholt auf Tarje Böe im Vergleich zum Wechsel, dass er sich da vielleicht ein bisschen übernimmt. Hier nochmal die Situation von gerade eben. Hat er nicht hier die Möglichkeit genutzt, hinterher Jacqueline zu bleiben, ihn anzuschieben, sondern ist vorbei. Hat vielleicht auch einen guten Ski präsentiert. Ja, und dahinter kommt Martin Ponzeloma, ja auch ein guter Läufer. 1:05 war dessen Rückstand und der hat verloren. Also Philipp Navrat hier wirklich mit einer extrem schnellen ersten Rundenhälfte. Jacqueline hat sich jetzt angeklebt. Man sieht aber in den Bildern hier ganz gut, welche Techniken die Männer hier laufen. Hier wieder 1:1, dass die Strecke hart ist, dass die Strecke auch trotz des bisschen Neuschnee schnell genug ist, dass man hier 1:1 läuft. Das sah gestern anders aus. Da ist man deutlich länger 2:1 gelaufen. Auch in der vorderen Zwischenzeit laufen die meisten 1:1 drüber. Emilio Jacqueline hat ja letzte Saison dann nach der WM in Oberhof abgebrochen, weil er einfach mental nicht mehr konnte. War wirklich komplett leer, wusste gar nicht, ob er überhaupt noch weitermacht. Hat den Weltcup in Novi Mesto sich im Fernsehen angeschaut und hat dann gemerkt, da ist Anaïs Chevalier-Boucher zweimal aufs Podest gelaufen. Da hat er dann gemerkt, okay, komm, die Stimmung ist da, es gibt's. Kathi Wilhelm mit ihren Kindern als Zuschauerin. Vorgängerin von dir, auch als Expertin hier. Und ja, jetzt hat er sich wieder berappelt, aber es ist nach wie vor ein Athlet mit wahnsinnigem Potenzial, aber irgendwo immer wieder mit dem Problem, den Fokus richtig zu finden. Habe ich die Befürchtung, dass er auch den Weg Richtung WM vielleicht gar nicht angeht, weil so viele Misserfolge, für ihn Misserfolge. Er ist der Doppelweltmeister 2020 und 2021 in der Verfolgung. Da hat er auch einen eigenen Anspruch, dem will er gerecht werden.
Da macht er mir oft nicht den Eindruck, dass er so die letzte Konsequenz Lust hat, noch in diesem Zustand zu verweilen in der Saison. Aber trotzdem ist das ein Typ, den der Weltcup braucht. Also seine Show beim letzten Schießen gegenüber Bö im Vergleich zu Bö, das braucht man. Auch diese Mimik, auch das, wie er sich so gibt, gehört da absolut zum Zirkus dazu und gibt dem Ganzen eine ordentliche Farbe mit. So, Erik guckt wieder durch den kleinen freigepusteten Schlitz am Rand, den freigetauten. Und was macht der Wind, Erik? Sag's uns bitte. Der Wind weht gut nach rechts und die Sicht wird ein wenig schlechter. Also Wind ist definitiv straff und wechselhaft drin. Wirklich nicht einfach. Dari Bö hat 93% Trefferquote im Liegenanschlag. Schießt den ersten daneben. Muss einmal nachladen. Jetzt sind Jacqueline und Philipp Navrat neben ihm. Noch ein Nachlader für Dari Bö. Nochmal ein Fehler rechts. Das ist unsere Chance. Yes! Deutschland geht in Führung zusammen mit Norwegen. Das ist der Moment, an dem sie rangekommen sind. Er hat sie nicht bezahlt, die schnelle Runde, Philipp Navrat. Sondern er hat es zusammenbekommen. Anders als Jacqueline. Der hat 3 Nachlader zu erledigen. Der steht aber ganz knapp vor der Strafrunde. Und da ist es passiert. Emilien Jacqueline. Und jetzt wird es für ihn hart. Wir haben ja alles schon erlebt. Wir rennen, das kann er natürlich in der Staffel nicht machen, aber auf der Schlussrunde zu Fuß gegangen ist im Prinzip fast. Aber jetzt wird es für ihn natürlich im Kopf richtig schwer. Mit 2 Strafrunden jetzt. Und er muss ja nochmal schießen. Noch 2 Runden laufen. Da passiert jetzt viel Erklipp. Und jetzt siehst du, wie er jetzt reagiert. Aber auch Ponzi Roma mit 4 bei rechts Fehlern. Gedreht. 2 Strafrunden. Und unten läuft die Uhr für das Führungsduo. 41, 42, 43. Sie werden einen riesigen Vorsprung haben nach diesem Schießen. Aber für Jacqueline, er hat jetzt vor dem letzten Schuss 4-5 bei rechts gedreht. Das könnte für ihn noch mal etwas Positives sein, dass er sagt, ich habe zwar 7 schlechte Schüsse abgegeben oder 7 schlechte Ergebnisse eingefahren, aber meine Reaktion war richtig. Also war ich nicht zwingend schuld, sondern der Wind hat mich dazu getrieben, diese Fehler zu produzieren. Und er könnte vielleicht ein bisschen mehr Motivation haben für Ruhpolding, lässt sich nicht ganz so gehen. 1-0-7, der Abstand von Ponzi Luoma auf Navrat und Dari Bö. Kannst du bitte einmal durch den Schlitz gucken bei dir? Wie sieht es in der Strafrunde aus? Nebelig, Jacqueline geht jetzt raus hinter dem Slowenen. Ja, also 1,29 der Rückstand von Jacqueline. Kannst dich wieder hinsetzen, sonst sehe ich den Bildschirm nicht, weil jetzt ist es auch da eingeblendet, dass er rausgelaufen ist. Danke. Hartweg für die Schweiz. 0+1 durchbekommen. Gestern schwieriges Rennen mit Stockbruch, mit Skiproblemen. Dann die Italiener auf der 8, die Finnen auf der 9. Schmar, die Tschechen, die WM-Gastgeber auf der 10. So, Martin Ponzi Luoma weiß nicht, wo er hin muss. Es steht kein Helfer da. Er weiß nicht, auf welche Bahn er muss. Die anderen sind schon weg. Normalerweise muss da jemand stehen vom Schiedsgericht und immer anzeigen, das ist deine Bahn, das ist deine Bahn, das ist deine Bahn, wenn eine Lücke entstanden ist. Ich hake mich hier ein, das musst du als Athlet wissen in der Staffel und das muss dir deine Mannschaft sagen, hey, du bist auf der 5, Platz 5, dann gehst du auf die 5 und fragst dich, muss ich auf die 3? Naja, wir haben gestern von Dahle auch gehört, er wusste die ganze Zeit nicht, auf welcher Position er ist. Das ist ein Verfolger. Zum Schluss. Das ist ein Verfolger, ganz was anderes. Hier hast du nur, du weißt, du bist zwischen 1 und 6. Mach dein Zeug am Stand! Gut. Manche kommen nicht pünktlich zum Wechsel, andere wissen nicht, wo sie schießen müssen. Das ist Profisport, ne? Ich glaube, für Philipp ist es gut, jetzt sein Ding weiter durchzuziehen, sich nicht auf Bö einzulassen. Schauen wir hier auf das Trefferbild und auf sein Schießen. Oh, da hat er beim Nachladen auch immer einen kleinen Hakler hinten in der Schulter. Hat die einen kleinen Puffer gehabt, war eher linkslastig, wie ich das auch im Augenwinkel gesehen habe. Das hat er stark gemacht. Und wie geht's weiter heute im ARD-Sport? 13 Uhr Ski Alpin, der Slalom der Frauen, zweiter Lauf. 13.25 Uhr, Rodeln, Einsitzer, Männer, der zweite Lauf. Dann gibt es die Tagesschau, dann nochmal Ski Alpin, Slalom, Männer. Und dann sind wir zurück hier beim Biathlon in Oberhof.
Mit der Staffel der Frauen natürlich. So, mal sehen, wie es jetzt Ponzi Loma hinkriegt, ob er da ein bisschen was gut machen kann. Aber nee, er verliert. Er verliert wieder, wie auf der Runde davor. 1:07 waren es nach dem Schießen, 1:12 sind es jetzt. Eins ist auch klar, das ist jetzt natürlich schon ein Vorsprung für diese beiden. Das kann auf der Strecke niemand mehr gut machen. Auch nicht Sebastian Samuelsson später. Dafür sind Philipp Horn und Johannes Klingensbö eben auch einfach zu stark jetzt. Können sie es nur noch am Schießstand verlieren, die Plätze 1 und 2, Deutschland und Norwegen. Philipp Navrath, der auch das gelbe Trikot getragen, nach Hochfilzen gebracht, mit dem er in Östersund Sprint-Sieger war und Verfolgungszweiter. Achter im Gesamtweltcup mit einer ganz starken Saison. Ja. Der macht auch einen guten Eindruck. Er wirkt für mich frischer als Tarje Bö, der da schon eher ein bisschen kämpfen muss. Und hat versucht eben noch, diese Lücke nicht aufgehen zu lassen, Tarje, aber konnte es nicht ganz schaffen. So, gute Laune, Macarena bei den schwedischen Betreuern. Aber vielleicht war es von Tarje Bö auch ganz bewusst, den Übergang nicht so schnell zu nehmen, weil er weiß, dass er auf dieser Geraden immer die Möglichkeit, ein bisschen mit Windschatten da wieder ranzukommen, dass er ein bisschen auch Körner sparen kann. Schauen wir mal, wie das Duell jetzt ausgeht. Ich stehe auf und halte den Fernseher frei. Ja, der Wind momentan eher nach links. Sieht eher ruhig aus, aber das kann sich natürlich in den nächsten 10 Sekunden wieder ändern. Uroš Velepec. So, Philipp Navrath. Synchron die Abläufe. Schauen Sie sich das an. Ja, Nase putzen haben sie ein bisschen zeitversetzt gemacht, aber selbst das fast synchron. Wer schießt zuerst, Deutschland oder Norwegen? Wind ist jetzt gut für Philipp. Unterschiede. Philipp mit dem Fehler. Tarje Bö mit 2 Treffern. Mit 2 Fehlern. Norwegen ist wieder vorn. Ich meinte gerade noch, dass der Wind gut steht für Philipp, weil Tarje Bö ihm Windschatten gegeben hat am Schießstand. Oh. Da ist die Strafrunde für die Deutschen. So schnell geht es im Biathlon. Eben noch ganz vorn und jetzt fällt er zurück. Und jetzt läuft die Uhr eben unten nicht für Norwegen und Deutschland. Jetzt läuft die Uhr nur noch für Norwegen. Ponzi Loma richtet sich jetzt ein zum Stehenschießen. Kommt jetzt auf die Matte. ...47 Sekunden Rückstand für Philipp Navrath auf Tarje Bö. Der alte Rückstand. Ponzi Loma mit einem Fehler und einem Franzosen im Nacken. Mal gucken, ob Emil Jacquelin sich so ein bisschen berappelt hat auf der Runde. Hat ja, als er damals auf der Pokljuka-Verfolgungsweltmeister wurde, diese atemberaubend schnellen Stehenserien geschossen, Jacquelin. Muss aber jetzt auch einmal nachladen. Zweimal. Ponzi Loma ist durch. Slowenien, die Schweiz, Italien. Dahinter. Tja, Jacquelin, dem würde heute auch der Salat anbrennen, glaube ich. Da klappt gar nichts. Da riecht nach, ja, da ist es schon, nach weiteren Strafrunden. Slowenien vorbei, Italien vorbei. An den Franzosen, an den Weltmeistern.
Er sieht ein bisschen ratlos aus. Er sucht auch förmlich seine Nachlader an der Waffe, wo sie sind. Schießt ja, jetzt zwei weitere Strafrunden für ihn. Und ja, auch die Schweiz, auch Niklas Hartwig geht jetzt vorbei an den Franzosen. Die werden durchgereicht. Also Situation jetzt 47 Sekunden. Die Deutschen hinter Norwegen, dann mit 1,33 die Schweden, dann Italien, Slowenien und die Schweiz. Und jetzt hören wir Benny Doll bei Willi Haag. Ja, und wir beide, Benedikt Doll und ich, haben gerade mal das Schießen von Emilien Jacquelin beobachtet. Wie würden Sie die Überschrift für Ihr heutiges Schießen wählen? Vom Winde verweht? Ja, es ist sicherlich nicht schwierig, aber ich hatte echt gute Bedingungen. Ärgert mich, dass ich jetzt eigentlich nicht 0-5 abräumen konnte, weil es wäre gut möglich gewesen. Hinten raus bei einem Nachlader kam dann wieder ein Wind, da war es dann schon schwierig. Aber ich hätte eigentlich die ersten Schüsse echt gut schießen können. Ja, da macht man sich manchmal ein bisschen mehr verrückt, als man sich eigentlich verrückt machen muss, windtechnisch. Weil die, wenn man mal ruhig hat, dann muss man einfach sein Ding machen. Das habe ich nicht gemacht. Sie sind ja nun schon alter Hase. Ist das wirklich noch ein Riesenunterschied? Einzelrennen, denn Sie haben in diesem Jahr so sensationell sicher stehend geschossen und dann Staffelrennen. Geht da im Kopf nochmal eine andere Ratterei los? Nö, nicht unbedingt. Man muss heute sicherlich schnell schießen, weil wenn man jetzt lange am Schießstand steht und dann noch Fehler schießt, dann hat man doppelt verloren. Also so wie jetzt der Philipp Navratz gerade auch gemacht hat, ziemlich zügig durchgeschossen. Vielleicht ein Tick zu schnell, aber lieber so und dann schnell nachgeladen und im Notfall eine Strafrunde in Kauf nehmen. Danke, Benny, fürs Kommen. Bitte. Ja, und war das eben schon die Siegerfaust von Sigi Marseille, die wir während des Interviews dort eingeblendet gesehen haben? Tarje Bö hat 55 Sekunden jetzt Vorsprung auf Philipp Navrat, hat den vergrößert. Jetzt also in dieser Runde der Norweger, zumindest auf der ersten Hälfte der Runde, schneller gewesen. 47 Sekunden waren es nach dem Schießen, hat also nochmal 8 Sekunden rausgelaufen. Zur ersten Zwischenzeit. Femtifem auf Tyskland. 55 auf Deutschland. Ne? Dann hat er verloren. Hat er verloren. Erik, du musst jetzt ein bisschen positiver wieder werden. Erik sitzt jetzt hier gerade so ein bisschen zurückgelehnt und so ein bisschen guckst so resignativ. Ja, wir haben ja vorhin die Statistik gezeigt. Das waren bei der deutschen Mannschaft 78% stehend. Und wir haben momentan alle drei Athleten haben auch immer ihre drei Nachlader stehend gebraucht. Also da ist genau das Stehenschießen ist die Problematik. Denn gerade bei Philipp, natürlich haben wir das jetzt bei Philipp eklatant gesehen, dass wir mit den Norwegern mithalten können, bis dann zum Stehenschießen. Ja, und jetzt mal gucken, wie es jetzt auf der Schlussrunde aussieht. Tarje Bö sieht er auch hier offenbar nicht mehr. Mit Reserven. Guck mal, 56,5 sind noch mal 1,5 Sekunden draufgekommen auf den letzten 600 Metern. Das sind die schmalen Bretter, die den Biathleten die Welt bedeuten. Tarje Bö. 33 Jahre alt. Nee, 35. Ja. Kennst du den Jahrgang, ne? Mhm. 88. So, guck mal. Der Norweger ist da. Pünktlich. Sehr gut. Johannes Dennis Bö hat es also geschafft, sich den Wecker richtig zu stellen. Ja, bei Philipp sieht es hier nicht mehr so gut aus. Da fehlt der Vortrieb, die Frequenz. Da trifft jetzt die Enttäuschung, auch das Laktat, glaube ich. Kriegt hier mit der Hüfte so ein bisschen weg. In der Kleidphase auf dem Ski. Und dennoch muss man sagen, es war trotzdem richtig, wie schnell er die Runde davor gelaufen ist. Er hat die Lücke geschlossen zum Franzosen. Sie haben Druck aufgebaut auf Norwegen. Natürlich. Es war alles okay. Vielleicht, Benny sagte eben, hat er vielleicht ein bisschen zu schnell geschossen. Das kann man von außen natürlich auch nie so gut bewerten. Das muss der Athlet ja dann entscheiden, wie er sich in dem Moment fühlt. Da gebe ich dir auch absolut recht. Ja, mache ich mir einen Eintrag im Kalender. Warte kurz. 12.29 Uhr, Erik Lesser gibt mir recht. 59 Sekunden sind es geworden. 55, 47 waren es nach dem Schießen. Also 12 Sekunden mehr in den Runden davor. Da konnte er ihm abnehmen. Insgesamt Philipp Navrat auf der Strecke 13 Sekunden schneller als Tarje Bö. Also in den ersten beiden Runden war er schneller. In der letzten jetzt hat er dagegen deutlich verloren.
Norwegen vorn mit 7 Nachladern. Die Deutschen dahinter mit einer Strafrunde und 11 Nachladern für das Abklatschen. Gehört natürlich dazu. Und dann die Schweden. 0 plus 6. Also am Schießstand besser als beide Staffeln davor. Aber auf der Strecke offensichtlich dann eben doch langsamer. Haben wir gesehen. Vielleicht mit dem Material auch nicht ganz so glücklich heute mit der Materialwahl, wenn so ein starker Läufer wie Martin Ponziolo-Roma eben verliert auf Tarje Böe und auf Philipp Navrat. Dann die Italiener auf der 4. Lukas Hofer jetzt auf Tommaso Giacomel. Dann Slowenien auf der 5. Schlussläufer Anton Wiedmar. Aber da sind die Abstände schon sehr, sehr groß. Schon die 6. Staffel hat 2,5 Minuten Rückstand. Es gibt eben wenige Nationen, die es schaffen, 3 oder 4 wirklich konkurrenzfähige Athleten zusammenzustellen. Viele haben 2 gute, so wie die Schweizer zum Beispiel, auch die Slowenen. Selbst die Schweden haben ja mit Peppe Femling, mit Nykist, mit Oskar Brandt, der auch schon lief, immer so einen 4. Mann, der ein bisschen ein Wackelkandidat ist. Johannes Tinius Bö, also der beste Biathlet der letzten Jahre, der jetzt hier in die Richtung der ersten Überrundungen unterwegs ist. Das sind gar nicht die ersten, es gibt schon einige Überrundungen. Lettland ist schon raus, Rumänien ist schon raus, Litauen, Bulgarien. Als nächstes wird es wohl die Polen und die Amerikaner erwischen. Das richtig gesehen habe, gerade vor Johannes Tinius Bö. Also von den 21 Staffeln sind 5 schon weg. Da ist die Schere ganz schön auseinandergegangen. Jawohl! Super stark! Du läufst super stark! Konzentrier dich am Stand! Philipp Horn, Heimweltcup für ihn. 1 Minute hinter Johannes Tinius Bö. Er läuft dessen Tempo. Und die ersten, na, das sind die beiden nächsten Überrundungen von Johannes Tinius Bö. Müssen wir mal gucken. Das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich, dass das gerade an dieser schmalen Stelle passiert. Hatten wir in den letzten 2, 3 Tagen schon ein paar Mal das Thema. Aber die müssen jetzt eben auch rausgewunken werden mit klaren Zeichen. Geht gar nicht anders. Ja, wobei Campbell Wright hat auch schon ein bisschen zurückgeblickt. Ja. Hat auch fair Platz gemacht. Beide jetzt sind hier beide auslaufen. Ganz ordentlich. Gut, komm, nimm die Abfahrt noch mit. Es ist keine Abfahrt. Dann, naja, leichten Schwung da noch mitnehmen und dann müssen sie zu Fuß nach Hause. Aber da sind sie relativ nah am Wachsbereich. Es gibt schlimmere Orte, um gerundet zu werden. Hier noch die Henkelschleife hochwackeln, dann kannst du einmal gerade durchschießen. Und dann kannst du dich umziehen. Da ist direkt der Shuttle-Parkplatz. Da kannst du gleich einsteigen. So, circa eine Minute war es bei der letzten Zwischenzeit. Wird hier nochmal ein bisschen mehr. War ja Anfang der Saison nicht im Weltcup-Team. Philipp Horn hat einen Schuh schön bei den Qualifikationsrennen den Sprung ins Weltcup-Team verpasst. Aber sich dann eben durch gute Ergebnisse im IBU-Cup empfohlen. Und dann in der Lenzer Heide war er 4., 7. und 12. in Sprintverfolgung und Massenstart. Dann gab es die Entscheidung, ihn hierher zu holen und David Zobel in den IBU-Cup zu schicken. Keine leichte Entscheidung, aber sicherlich richtig. Im IBU-Cup im Sprint gestern David Zobel 7. Danilo Riedmüller 3. Gewonnen haben 2 Norweger. Keine Überraschung. Frei und Överby. Also sie sind auch in der 2. Liga. Dominierend und tonangebend. Johannes Tinius Bö in seinem natürlichen Habitat auf Schießbahn 1. Ist es das Liegenschießen? Oder?
Oder meinst du die 1? Die 1, die Bahn. Gut, es geht ja beim Habitat um das Gebiet. Alles gut. Nicht um die Tätigkeit. Und er nimmt sich die Zeit, die er hat. Er macht das genauso konzentriert, wie er es machen muss. Nimmt sich auch genau die Zeit, damit er fehlerfrei wegkommt. Damit er nicht Gefahr läuft, hier liegend Fehler zu produzieren, die richtig teuer stehen kommen. Dass er den Wind richtig einschätzt, sich richtig einrichtet. Und gleiches gilt natürlich jetzt auch, ich hoffe, gleiches gilt auch für Philipp Horn. Denn auch er hat eine Liegendschwäche, die er glücklicherweise die letzten Tage hier nicht gezeigt hat. Samuelsson übrigens läuft auch in der gleichen Geschwindigkeit wie Bö und Horn vorne. Da ändern sich die Abstände überhaupt nicht. Also 47 Sekunden ist der Vorsprung, den Philipp Horn hat vor Sebastian Samuelsson. Einmal muss er nachladen. Geht schnell. Und er sitzt. Das war okay. Ein Nachlader und gutes Nachladen. Achtest du doch auch immer drauf. Ja. Ist im Anschlag geblieben. Hat er für seine Verhältnisse ordentlich gemacht. Also insgesamt, um aufzuholen, war die Schießzeit nicht gut genug. Hat ja auch noch draufgepackt. Aber ja, der eine Schießfehler, das war ein Schießfehler von ihm, der hohe Fehler. Das war okay. 1:13 sind es jetzt. 1:02 waren es vor dem Schießen. Nachlader auch bei Samuelsson. Der wird also nicht näher rankommen. Oh, ein zweiter sogar. Jetzt ist Giacomel da. Ja, Samuelsson ist fertig und Giacomel verpasst die Möglichkeit, dran zu bleiben am Schweden. Aber wenn er jetzt trifft, dann hat er trotzdem Druck drauf. Klappt aber erstmal nicht. Ja, Widmer auch mit einem Fehler und Giacomel mit Problemen. Schade, hätte ich mir eigentlich gewünscht, so einen kleinen Zweikampf zumindest um den dritten Platz, ne? Zwischen Samuelsson und Giacomel. Strafrunde muss er zwar nicht, aber hat natürlich den Bus verpasst, in dem der Schwede sitzt. 30 Sekunden Rückstand auf Sebastian Samuelsson. So, jetzt oben kommt das Fiomayer für die Franzosen. Auch mit einem Fehler. Für die Schweiz Jeremy Finello mit einem Nachlader durchgekommen. Ist ja ein eher schlechter Schütze insgesamt. Fiomayer Probleme beim Nachladen. Passiert den Besten, wie wir vor dem Rennen gesehen haben, Erik. Ja. Hat auch heute andere Handschuhe an als gestern. Da ist das Gefühl immer ein bisschen anders im Daumen und Zeigefinger. Mit denen du mit den beiden Fingern steckst ja den Schuss dann in das Patronenlager rein. Genau, für den Abzug gibt es meistens einen kleinen Schlitz, dass man sozusagen mit der Fingerkuppe des Zeigefingers eben wirklich die Haut auf dem Abzug hat, aber genau. Beim Nachladen am Daumen ist natürlich dann Stoff dazwischen. Hier der Nachlader nochmal von Philipp Horn. Und so reagieren sie am Birksteig, wo sie auf der Leinwand schauen können, was passiert. Und dann wissen sie nach dem Schießen, kurz danach kommen sie hoch. So, jetzt müssen wir langsam wieder zurück auf die Strecke und da sind wir auf der Strecke. Johannes Tiniers Bö läuft vorne
mit 1:16 Vorsprung. Läuft jetzt also auch ein bisschen schneller als Philipp Horn. Auf der ersten Runde sind sie gleich schnell gelaufen. Jetzt hat er schon 3 Sekunden rausgelaufen, den Vorsprung vergrößert. Ist jetzt hier schon wieder auf dem Weg zum Schießstand. Kurz vor der Henkel, oder rein in die Henkelschleife. Auch gut besucht heute. Und der kann das jetzt natürlich von vorne kontrollieren. Der kann wie so ein Dirigent im Prinzip bestimmen, was passiert. Der kann mit der Geschwindigkeit ja auch so arbeiten, ja, dass er so an den Schießstand kommt, dass er da eben keinen Stress hat. Bei dem großen Vorsprung, den sich die Norweger dann eben inzwischen rausgelaufen haben. 1:13 waren es dann, 1:16. Jetzt sind es nochmal 2-3 Sekunden mehr, 1:17, eine mehr geworden. Was müsste das denn rechnerisch sein für Johannes Tiniesbühl? 3 Strafrunden und ein langsames Schießen. Dann hätte Philipp Horn mit fehlerfreiem Schießen die Möglichkeit, auf der letzten Runde dagegen zu halten. Aber das sind natürlich Dinge, die Johannes Tiniesbühl vermutlich nicht passieren werden. Auch wenn seine Trefferquote dieses Jahr noch nicht so gut ist wie im letzten Jahr. Noch nicht ganz so gut, aber auch das... Gestern ist es ihm passiert. Da hat er im Stehenanschlag 3 Strafrunden geschossen, allerdings ohne Nachlader. Genau. Wind sieht momentan auch ruhig aus. Handtreffer. Ja. Das Triple ist perfekt. Norwegen gewinnt also auch das 3. Staffelrennen dieses Winters. Und das verdient und das überlegen. Und für die deutsche Staffel, für Philipp Horn, geht es jetzt darum, den 2. Platz abzusichern, nachdem sie in Östersund in Hochfilzen 3. waren. Ist das schon mal einen Schritt näher dran an die übermächtigen Norweger heute. Nächste Chance gibt es schon nächste Woche in Ruhpolding. Sigi Masé hat wieder alles richtig gemacht. Jawohl, da sind wir hinten. Strömsheim, Tarje Bö und mit dem Rücken zu uns Lagreit. Johannes Tiniesbø gehört ja so in den Köpfen nicht als besten, nicht zu den besten Schützen. Und trotzdem, ist natürlich der Mann im gelben Trikot, trotzdem schafft er es bei schlechten Bedingungen fehlerfrei durchzukommen. Fehlerfrei, das haben heute noch nicht so viele geschafft. Die richtig Guten schaffen es auch, solche Bedingungen zu beherrschen. Philipp Horn hat eine Minute Polster auf Sebastian Samuelsson. Also auch er kann sich Nachlader leisten. Aber er muss nicht unbedingt. Einen braucht er jetzt, wir könnten darauf verzichten. Sieht er wieder gut aus im Anschlag. Oh. Da hat er plötzlich Fahrt aufgenommen, ne? Wurde immer schneller, hatte ich das Gefühl. Sich ein bisschen davontragen lassen. So. 2-2. Jetzt würde ich ja gerne mal gucken, wo Samuelsson ist. Hier durchs Fenster, aber der Schlitz ist auf deiner Seite. Da kommt er. Jetzt sehen wir ihn im Bild. Danke. So, jetzt gerade eben hat er Pech gehabt. Hier sieht man auch den rechten Randtreffer, Randfehler. Dafür hat er jetzt gerade eben Glück gehabt. Kommt so, er ist weg, bevor Sebastian Samuelsson anfängt zu schießen. Und damit ist der 2. Platz gewiss für die deutsche Mannschaft. Und jetzt wiederholt sich das Spiel zum 3. Mal. Samuelsson, er hat weniger als eine Minute Vorsprung vor Giacomel und schon 2-mal daneben geschossen. Da ist er, der Italiener. 3. Fehler. Gibt es denn schon wieder eine schwedische Staffel mit einer Strafrunde? Jawohl, die gibt es. Samuelsson schießt von den ersten 5 Schüssen 4 daneben. Und Johannes Lukas wird durchdrehen, der Trainer. Sagt, das gibt es nicht. Wir kriegen keine Staffel mehr ohne Strafrunde hin. Hat auch hier Probleme. So. Damit sind die Italiener vorbei und die Schweden
die ja Dritter geworden sind hier bei der Weltmeisterschaft, haben selbst da auch eine Strafrunde geschossen mit Pepe Femling vorne. Aber dass das Samuelsson hinten raus passiert in dieser Situation, ist natürlich doppelt bitter. Da kommt er als Dritter und muss den dritten Platz eigentlich nur verteidigen. Könnte mit drei nachladen. Jawohl, da kommt die geballte Faust von Jacques Hommel. Aber es wird natürlich ein heißer Kampf jetzt um Platz 3. Samuelsson gehört zu den schnellsten Läufern dieses Jahr. Ob da auf den 2,5 Kilometer noch mal was geht. Ich denke da an Justine Preissas. Boucher, die wir am Freitag ja komplett verpasst haben. Also ich in meinem Kopf war die in der letzten Runde nicht da. Ja, aber Jacques Hommel ist auch ein Schnellmann. Aber stimmt, der hat eine Strafrunde. Jacques Hommel ist ein schneller Mann, der läuft in der Strafrunde. Erik, das wird nicht mehr passieren. Recht. Da hast du kurz. Das war ich kurz debil. Das liegt an dem Fenster, dass man es nicht die ganze Zeit sehen kann. Es ist wirklich so, liebe Zuschauer, es ist keine Ausrede. Man hat nicht den Blick. Samuelsson, das ist der Abstand, der ist zu groß. Den wird er nicht mehr holen. Und jetzt hören wir schnell noch Philipp Navrat, ne? Bei Willi. Ja, zuerst mal herzlichen Dank fürs Warten, Philipp. Der Philipp hat mit Aufmerksamkeit den anderen Philipp beobachtet. Stehenschießen heute eine echte Herausforderung scheinbar. Ja, definitiv. Also Oberhof ist echt nie leicht, aber besonders heute wieder mit den Windverhältnissen. Wäre ich gerne der Strafrunde von der Schippe gesprungen, aber hat heute leider nicht ganz geklappt. Kann man es schon analysieren? Das Liegenschießen astrein und dann das Stehenschießen, da wollten Sie wahrscheinlich alles oder zu viel. Klar, probiert man da auch in der zweiten Runde eine gewisse Distanz schon mal reinzubringen. Hab die Runde dann angeführt vorneweg. Ja, haben wir eigentlich schon sicher gefühlt, dass ich stehend auch gut dastehe. Wollte es auch heute so hier rüberbringen. Ja, der Tari hat es neben mir gezeigt, dass es schon möglich ist durchaus. Aber leider sind mir die paar Schuss dann wieder weggesprungen. Leider heißt immer noch Rang 2. Gratulation für ein gutes Rennen der Staffel heute. Danke, Philipp. Danke. So sieht's aus. Es wird dritter Platz. Es wird das beste Ergebnis sein in dieser Saison für die deutschen Männer. Und dann kann man sich ja immer noch ein bisschen steigern, auch in Ruhpolding in der nächsten Woche und dann vor allen Dingen bei den Weltmeisterschaften in Novo Mesto. Da müssen sie sich auf alle Fälle steigern. Denn das zu akzeptieren, dass hier immer die Norweger sich hier ganz entspannt auf die letzte Runde begeben dürfen, oder jetzt in dem Fall Johannes Tinius Bø, sonst ist der Wettle Christiansen, das tut weh. Aber die Franzosen sind ja das Beispiel, dass es geht, ne, bei den Weltmeisterschaften hier in Oberhof. In dem Moment, in dem die Norweger da doch mal eine Schwäche zeigen, muss man da sein. Und heute waren die Deutschen sehr lange, sehr nah dran. Mal die Strafrunde war natürlich dann der Moment, in dem es abgeschnitten war. Da kannst du dann nichts mehr machen. Dort hinten also kommt er aus dem Nebel, Johannes Tinius Bø. Sie haben es wieder gut gemacht, das, was sie im Februar hier so ein bisschen versemmelt haben, als sie als Top-Favoriten eben nicht Weltmeister wurden. Das war die Mission. Sie wurde erfüllt. 7 Nachlader für Norwegen. Endre Strømsheim, Sturla Holm-Lagerheim, Tarje Bø und Johannes Tinius Bø gewinnen also hier in Oberhof. Und das ist eben genau das, was wir ja schon häufiger gesehen haben. Die Schlussrunde, eine Ehrenrunde für Johannes Tinius Bø, sonst oft für Vetle Christiansen. Nur eine Fahne gab es nicht. Das ist schön, wenn das Auslaufen im Wettkampf integriert ist. Aber es hat er sich auch verdient mit einem fehlerfreien Schießen, sauber gearbeitet, hat sich genau auf die Bedingungen gut eingestellt und richtig eingestellt, genau das richtige Risiko eingegangen, weil er auch kein Risiko eingehen musste. Ja, auch wie er es auf der Strecke gemacht hat. Ja, er ist in der ersten Runde einfach ein bisschen konzentrierter, kontrollierter angegangen, in der zweiten hat er ein bisschen angezogen. Und Philipp Horn, der kann das jetzt hier genießen. 2004, als 10-Jähriger, war er hier Vorläufer bei den Heimweltmeisterschaften. Und jetzt, 20 Jahre später, läuft er für die deutsche Staffel aufs Podest. Toller Moment für ihn. Das war Roman Böttcher gewesen, glaube ich schon. Genau. Ne? Ja, ein bisschen neblig da hinten an der Henkelschleife. Stehen ihm auch nochmal Helfer, da sieht man es auch nochmal mit den Stöcken. Was ja auch immer mal wieder Thema war diese Woche, diverse Stockbrüche. Und jetzt läuft er hinein in diesen Kessel. Hat mir extra nochmal gesagt, hey, ich habe hier beim Einlaufen auch, sehe ich ganz viele Mitarbeiter von meinem Verein, vom SV Eintracht Frankenhain, die hier helfen. Und hat sich nochmal explizit bedankt, was ich jetzt hier noch in letzter Moment ausrichten kann. Also der Dank von Philipp Horn an alle Helfer, die das hier möglich machen. 700 Ehrenamtliche. Und ich glaube, das geht ihm jetzt runter wie Öl, dass er hier diesen Erfolg feiern darf. Philipp Horn
in Oberhof. Toller Gänsehautmoment für ihn. Da stehen sie und applaudieren, die Norweger. Und dann kommt auch das deutsche Team natürlich dazu. Ja, die Italiener kommen als Dritte ins Ziel. Wer hätte das gedacht, dass er es auch so leicht haben würde? Ja, auch da das Abklatschen, das Jubeln, die entspannte Schlussrunde, die Freude für Italien. Zum ersten Mal in dieser Saison also auf dem Podest die italienische Staffel mit Elias Seni vorne, dann Didier Biona, dann Lukas Hofer und hinten raus Tommaso Giacomel. Natürlich profitiert vom schlechten letzten Schießen von Sebastian Samuelsson. Und da müssen sie sich wirklich mal was überlegen, die Schweden, wie sie das denn hinkriegen, ohne Strafrunde eine Staffel durchzuziehen. Das wirkte doch heute eigentlich von Anfang an recht gut. Wenn man davon ausgehend, dass eigentlich Nykvist am Anfang vielleicht der Schwachpunkt ist. Aber der hat es gut gemacht. Der hat nur einen Nachlader gebraucht. Da kommt Sebastian Samuelsson. Hatte eine gute Woche eigentlich hier mit dem 10. und dem 9. Platz. Form eigentlich ansteigend, aber da natürlich die Geste, der Ärger. Das weiß er selbst. Das war nichts, das letzte Schießen. Schweiz auf der 5. Tolles Ergebnis für die Truppe, die von Remo Krug trainiert wird. Dann die Tschechien auf der 6. Die Franzosen mit 5 Strafrunden auf Platz 7. Das französische Team eben klar. Emilien Jacquelin heute mit einem ganz, ganz dunklen Tag. Und dann kommen als nächstes die Slowenen. Also Glückwunsch an Norwegen, Glückwunsch ans deutsche Team und Glückwunsch an Italien. Die siegreiche Staffel.